Heute bauen wir ein Zusatzschloss für ein Ducato vorne ein. Und zwar die Schlösser vom Fahrzeug, im Allgemeinen von allen Fahrzeugen, sind relativ leicht zu knacken. Jetzt haben wir hier so ein Zusatzschloss gekauft. Das wird innen an die Tür befestigt. Und dann kann man von innen einen zusätzlichen Riegel zudrehen und auch noch mit dem Schlüssel abschließen. Also wenn man Scheibe einsteckt, kann man es trotzdem nicht entriegeln. Also man kriegt die Tür viel schwerer auf. Im Prinzip kriegt man sie dann nicht auf, weil du musst durchs Fenster steigen. Ja, und die bauen wir heute ein. Dann haben wir einfach zwei Schlösser für den Ducato selber. Also die eine Seite, die Beifahrertür ging ja super gut, die Fahrertür geht überhaupt nicht. Ich habe mir erstmal den Daumen eingequetscht mit der Zange. Und zwar, ich habe zu wenig Kraft, um die Schraube zu lösen. Dann habe ich die Zange genommen und habe mir damit voll die Haut eingeklemmt. Naja, die ist festgerostet, ich kriege die kaum raus. Ich habe jetzt mit WD-40 schon probiert und ein bisschen rütteln. Jetzt löst sich so langsam, aber das ist Arbeit. Ich schneide jetzt die Gewinde von der Schraube nochmal nach, weil die sind so verrostet. Ich denke, ich krieg die nicht gut rein. Und jetzt schneide ich die einfach nach und dann sieht man schön, es wird schön der Rost von der Schraube selber gelöst. Oder die ganzen Partikel. Und dann ist das Gewinde wieder frei. Ja, so einfach ist der Einbau. Schon fertig. Das Schwere war jetzt die festgerostete Schraube. Und naja, ich habe mich ein bisschen verletzt da, aber an sich ist das nicht schwer. Also es sind wirklich beim Ducato 230 zwei Schrauben am Handgriff lose, das Schloss einsetzen und wieder fixieren. Problem ist, es ist ein altes Fahrzeug. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schraube gerostet ist, ist sehr hoch. Und dann wird der Aufwand was höher. Ich habe auf der anderen Seite das Gewinde ein bisschen nachgeschnitten hier. Nur die Schraube und die Mutter, also das Gewinde in der Tür selber nicht.
Also rechnet da ein bisschen ein, ein bisschen sprühen. Ja, das kann eine Schwierigkeit sein. Ansonsten ist es schnell gemacht. Gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch was bringt, was ich hier filme. Bei Fragen wieder mal unten rein. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.